Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Freunde. Ich dachte mir, wir machen heute mal was ganz Verrücktes. Und zwar habe ich das eigentlich, glaube ich, seit der Beta von Blackout, habe ich, glaube ich, keine Runde Blackout mehr hochgeladen. Und da ich ja diesen Sommer bis zum nächsten COD quasi einfach nur ein paar Sachen ausprobieren möchte, habe ich mir gedacht, warum machen wir nicht einfach ein bisschen Blackout, gucken, was da so passiert, gucken, was da so abgeht. Ich habe das so, also ich habe das wirklich, glaube ich, dieses Jahr habe ich, glaube ich, noch keine Runde Blackout gespielt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was jetzt hier abgeht, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo, da würde ich mich drüber freuen. Und let's go. Okay, die Loadscreens haben sich schon mal viel geiler gemacht. Ich kam übrigens darauf, ich habe ein paar Leuten Blackout-Videos angeschaut und ich finde es richtig geil, wie farbenfroh das Bild geworden ist. Die haben sich da richtig Mühe gegeben. Guck mal, am Anfang sah Blackout noch so voll, ich sag mal, grau und ein bisschen trist aus. Und jetzt, guck mal, wie geil das mit den Farben gemacht wurde. Da musste man ehrlich sagen, das finde ich richtig gut. Vielleicht entwickelt sich ja doch noch so ein bisschen so eine kleine Liebe für Blackout. Wäre natürlich sehr lustig. Bin mal sehr gespannt, auch wie das jetzt hier läuft, ey. Alter, ja, ist ja gut, Jungs. Ey, komm runter, ey. Komm runter. Hier die gute alte Stronghold-Map. Hier waren immer die Berge, die Eisberge. In dem Fall gibt es hier eine leckere Grillparty. Mh, das schmeckt mir. Also ich glaube, alle haben hier so einen Early-Drop gemacht. Aber ich geh zu Rivertown. Das war schon früher immer meine Lieblingsstadt. Früher, wahrscheinlich jetzt, ob ich das Spiel gespielt habe. Früher in den drei Runden, die ich gespielt habe, war es meine Lieblingsstadt. Kappa. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Auf keinen Fall bin ich alleine. Nicht mehr ansatzweise bin ich alleine. Mach die Tür auf. Okay. Waffen, wir brauchen Waffen, wir brauchen Waffen. Ist das hier? Ah, eine Corded. Ist eine Corded, ja. Und eine Shotgun. Nice, okay. Gut. Die ist gut, die ist gut. Boah, ich muss erstmal voll in diese ganzen Dynamiken reinkommen, wie das nochmal mit dem Steuern geht. Wie steuert man nochmal bei Call of Duty? Die Korschka, die Sniper wahrscheinlich, oder? Panzerplatte. Was ist das? Sturmgewehr? Oh, Sturmgewehr ist gut. Dann nehme ich lieber das Sturmgewehr. So. Gucken wir jetzt mal. Okay, das heißt, der Schaft, ist der da jetzt schon drauf? Nee, wa? Der muss jetzt noch... Jetzt ist der Schaft drauf. Ah, okay, verstehe. Wir brauchen, bevor wir hier irgendwas challengen, erstmal eine Weste. Gib mir erstmal eine Weste. Alter, die Galil habe ich jetzt zum ersten Mal in der Hand. Also die Farben sehen echt nice aus, Mann. Aber ich will jetzt mal ein paar Gegner sehen. So, komm mal her, du. Kann man direkt ausrüsten. Okay, das haben die schon mal besser gemacht. Das gefällt mir schon mal. Sehr schön. Okay, okay, ich verstehe es langsam wieder. Das Ding mit Battle Royale spielen, finde ich immer, ist, dass es so voll anstrengend ist. Man muss sich immer so krank konzentrieren. Ich bin sogar hier konzentriert, wenn ich hier rumlaufe. Ich hole einfach jetzt direkt den Win in der ersten Runde auf ganz entspannter Basis, Freunde. Was zockt ihr eigentlich zur Zeit? Schreibt es mal in die Kommentare. Zockt ihr eher Black Ops 4? Zockt ihr eher Oldschool CODs oder eher Fortnite? Haut es mir gerne in die Comments. Interessiert mich. So, die Zone kommt langsam. Paranoia benutzen wir erstmal. Hören wir, wenn jemand auf uns aimt. Einer aimt auf mich. Von wo? Ich wusste es, Alter. Wo ist der Typ aber? Ich nehme jetzt lieber ein bisschen den Zonen-Damage. Ich habe es jetzt gemacht, damit er mich quasi nicht abwarten kann. Aber der ist safe jetzt. Da oben ist schon ein Auto. Ach du Scheiße, Mann. Och, Mano. Ich hoffe, er wird überfahren. Komm, bitte, als ob der andere ihn jetzt nicht holt. Digga, der andere ist komplett raus, oder? Wenn man zu dringend aufs Klo muss, Freunde. Lass mich rein! Ah, ne, hier ist die Tür. Was hat er für einen krassen Anzug an, Alter? Oha, das ist dieser MW2-Anzug, Mann. Ich drop jetzt sofort early, Alter. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt direkt runter. Wie so ein Meteorit schlagen wir jetzt hier auf Turbine ein, Freunde. Hallo. Ach ne, als ob hier keine Waffe liegt. Hör doch mal auf. Ja, GG's. Das war's. Lasst auf jeden Fall Bewertung da. Spaß. Mann. Ach, mach doch die Tür auf. Ja, ein Schaft. Danke. Digga. Gib doch eine Waffe, Mann. Ich drop wieder sofort. Das kann ja nicht sein, Alter. Spring. So. Also, Freunde, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und wieder habe ich keine Waffe bekommen. Nice. Geil. Eine Sniper und eine Shotgun. Perfekt ausgerüstet, Freunde. Perfekt ausgerüstet. Nein, 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 hör auf. Mann, ich nehm ohne Spaß lieber diese Pistole.
Wo bist du, Digga? Wo bist du? Oh ja, das ist gut. Ungefähr. Ja, Mann. Gibt's hier Fallschaden? Ich weiß es nicht. Nein, oder? Nee. Ich weiß auch genau wieder, was meine Kritik an Blackout war. Und zwar, dass es einfach voll viele Passagen gibt, wo zu wenig passiert irgendwie. Und dann kann man einfach so easy von hinten weggeholt werden. Ich hole mir dieses Boot. Gib mir das Boot. Das Ding ist, hier kommt gleich auch noch einer, Mann. Ja, alles klar. So, wo ist der Typ, der auf mich geschossen hat? Wo ist er da? Was sind das für Wasserbomben? Der Typ ist hier irgendwo hinter mir. Er geht mir so auf den Sack. So, Paranoia erstmal aktivieren für den Fall. Wo sind die Gegner, Mann? Gegner! Da hinten ist einer. Siehst du, es hilft, wenn man sich einfach mal beschwert. Also, da kommen noch einige, habe ich gerade gesehen. Okay, den habe ich schon mal. Jetzt kommt von da auch noch irgendwo einer. Wo bist du, Digga? So Leute, jetzt haben wir es doch. Da haben wir wieder 200 Leben. Panzerung Stufe 2 nehme ich lieber. Wo ist der andere Dude, den ich geholt habe? Da vorne. Ne, die will ich nicht haben. Das nehme ich, das nehme ich. Was das ist. Wo ist jetzt die Panzerungsstufe 2? Hier, okay. Wie weit muss ich? Ja, nicht so weit zum Glück. Alles easy. Habe ich keine Muni mehr? Ach du Scheiße. Hätte ich mal lieber auch aufgehoben. Egal, hier habe ich noch Muni. Oh ne, hier ist diese Anstalt, oder? Sind nicht Zombies? Mann, ich muss mal Muni aufheben, ich Idiot. Haben wir hier? Oh, das ist gut. Das ist perfekt. Das aktivieren wir mal sofort. So, jetzt brauchen wir Muni. Genau, die Muni brauchen wir. Ja, Mann, diese Muni. Gib her. Hä? Ich hab doch... Hab ich nicht 7,26er aufgehoben? Okay, der... Die Zone kommt. Ah, nice. Neue Panzerung Stufe 2, Medikit. Die beste Mischung ist einfach Wachsamkeit und Totenstille. Das ist so lächerlich unfair. Und ihr wisst, bei unfairen Sachen bin ich immer ganz vorne dabei. Okay, vor mir ist einer. Direkt vor mir. Come on. Nein, hör auf. Nein, oh mein Gott, mit deiner Shotgun. Und ich hab Wachsamkeit und hör ihn nicht. Hat er Totenstille gehabt oder wie?
Oh, belastend. Nein. Na gut, Leute, das war jetzt ein kleines Testvideo, ob ihr generell ein bisschen Bock auf Blackout hättet. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt mir noch, was ihr zurzeit zockt. Und dann würde ich sagen, ich bin erstmal raus für heute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.